Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 26. Spieltag, an dem der SSV Jahn morgen bei Fortuna Köln antritt. 14 Uhr ist Anstoß und ich darf wie immer auch unseren Trainer Heiko Herrlich hier bei mir begrüßen. Und es ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn der Trainer eine lange Liste bei sich liegen hat in Bezug auf die erste Frage. Deshalb, Heiko, leg gleich los und erzähl uns, wie sieht das Lazarett aus vor dem morgigen Spiel? Ja, also ich habe mal eine Liste zusammengestellt, die ist ein bisschen vogelwild. Also aktuell war jetzt diese Woche krank Pentke mit Fieber im Bett gelegen. Der wird auch heute wahrscheinlich nicht trainieren, aber wenn wir einfach kein Risiko eingehen wollen. Ihm geht es zwar besser, er könnte trainieren, aber nachher ist er dann, kriegt dann nachher wieder einen Rückfall. Also wir gucken irgendwie, dass wir ihn nach Köln kriegen und ihn in der Verfassung, in der er jetzt ist, lassen, dass er morgen spielen kann. Da bin ich aber sehr optimistisch, dass das hinhauen wird. Dann hat sich Basti Lerch am Dienstag beim Training verletzt, ein Faserriss, also der fällt aus. Dafür wird Weidinger mitfahren. Dann war Tommy und Ziereis, die waren auch beide krank, sind aber seit gestern wieder im Training, haben aber auch nur ein halbes Programm mitgemacht. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass die morgen komplett einsatzfähig sein werden. Sven Kopp, wissen wir Bescheid, letzte Woche die Schulter ausgekugelt. Saisonende, wenn alles super geht, vielleicht letzte oder vorletzte Spiel, dass man nochmal da eingreifen kann, aber da muss alles gut gehen. Pusch hatte muskuläre Probleme, wird ausfallen. Hein Urban ist klar, haben wir schon letzte Woche besprochen. Paulus Schöpf Faserriss haben wir auch schon letzte Woche besprochen. Cialto ist klar, Kreuzbandriss. Positiv ist, Paljones ist wieder im Training, kann da eigentlich seit gestern eigentlich alles machen. Hat ein internes Spiel mitgemacht, zwar auch nur die Hälfte, wollen jetzt auch kein Risiko eingehen. Ist zwar jetzt noch nicht im Kader, aber das zumindest wird da Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und Salah hat auch teilweise das Programm mitgemacht, macht heute nochmal einen Test und soll, wenn alles gut geht, morgen Halbzeit in U21 spielen. Okay, jetzt haben wir die Wer-Frage beantwortet. Kommen wir zum Wie. Wie wollt ihr das Spiel morgen angehen? Ja, also es ist eine Herausforderung. Wir haben jetzt in dieser Saison schon viele Verletzungen gehabt. Ich versuche jetzt erstmal daran zu erinnern. Saisonbeginn haben wir das Innenverteidiger-Pärchen relativ früh verloren in der Vorbereitung Oderbas und dann im dritten Spiel Paljones durch einen Kreuzbandriss und haben es eigentlich immer geschafft, haben nie geklagt, haben immer geschafft, es zu kompensieren. Und die Leute, die dann reinkamen, haben auch ihre Sache immer richtig gut gemacht, obwohl sie auch lange gefehlt haben, wie Nachreiner oder Kopp oder Knoll, der die Position eigentlich nie gespielt hat. Aber auch das ist jetzt wirklich eine Riesenherausforderung für uns, das zu kompensieren. Und bisher haben es die Leute immer super gemacht, aber es ist eine schwierige Situation. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir es auch morgen schaffen. Eine Mannschaft, die giftig ist, die griffig ist, die alles versucht, alles rauszuhauen, um morgen da einen Punkt oder drei Punkte mitzunehmen. Wir wollen natürlich so spielen, wie wir in den letzten 8 Spielen gespielt haben, dass wir versuchen, den Gegner früh zu verteidigen und bei Nachballeroberung die Räume nutzen wollen, um Angriffe nach vorne zu fahren. In welchem System wir das machen, da bin ich mir noch nicht sicher. Wir haben jetzt auch schon öfters darüber gesprochen, dass wir bei Rückstand mit einer Dreierkette gespielt haben. Aber wir haben nach wie vor Möglichkeiten, auch mit einer Viererkette zu spielen. Marcel Hofrath hat das auch schon gegen Würzburger Kickers hinten rechts gespielt. Uwe Hesse kann das spielen hinten rechts. Wir könnten mit zwei Linksfüße als Innenverteidiger mit Oderbas und Knoll spielen und Nachreiner hinten rechts. Also wir haben verschiedene Optionen. Welche dann die richtige sein wird, möchte ich heute das Training auch nochmal abwarten und mir nochmal natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten. Natürlich habe ich was im Hinterkopf. Es könnte trotzdem funktionieren. Jetzt, der Gegner stellt mit Sicherheit außerdem auch noch eine große Herausforderung dar. Hat es uns im Hinspiel sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer gemacht. Wie schätzt du die ein?
Ja, es ist eine super Mannschaft. Beim Hinspiel hat man es gesehen. Wir haben relativ spät durch Harry Seseni den Ausgleich gemacht. Also war einer der Top-Mannschaften. Und haben zwar jetzt gerade eine Durststrecke, 3 Niederlagen hintereinander, davor 2-mal unentschieden. Aber das erste Spiel im Jahr 2017 zu Hause im Südstadion haben sie gegen Magdeburg gewonnen. Magdeburg ist auf dem 2. Tabellenplatz. Und deshalb denke ich mal, wenn die keine Angst davor haben, wenn Regensburg kommt, die auf dem richtig tritt, das sind wir ja eigentlich gar nicht. Das darf man nicht vergessen, weil wenn Lotte das Nachholspiel gewinnt, sind sie vor uns. Also eine Top-Mannschaft, die jetzt gerade eine Durststrecke hat, aber die ich eigentlich ganz vorne mit dabei sehe. Und wir müssen halt gucken, dass die Kehrtwende am Morgen nicht schaffen. Danke, Heiko. Dann machen wir doch weiter mit den Fragen der Journalisten und Abendwolle. Also bin ich richtig mitgezählt habe, fehlen jetzt auf alle Fälle mal 9 Spieler, die verletzt sind. Dazu noch ein paar, die unter der Woche krank waren. War noch einigermaßen ein Trainingsbetrieb überhaupt möglich? Ja, absolut. Also gute Trainingswoche, sehr gute Trainingswoche, hohe Intensität gefahren. Und die dabei waren, mit denen können wir jetzt nicht sagen, so jetzt gucken wir, dass sich nicht noch einer krank wird. Die waren voll belastbar. Und wir haben Spieler aus der U21 noch mit dazu genommen, das ist immer gut, um einfach mal zu sehen, auf welchem Stand die sind. Farb, Zitzelsberger, Stingel, Wolf, um einfach mal da zu gucken, die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. Trotzdem wird keiner morgen im Kader sein, es sei denn, es verletzt sich noch irgendjemand, weil wir haben noch genügend Feldspieler und wollen das mit den Spielern, die regelmäßig dabei waren, schaffen. Wenn es beim Philipp Pentke nicht gehen würde, der Basti Lerch hat ja Muskelfaserriss, dann müsste der Weidinger ran. Ja, es wird aber gehen. Als ich gestern Abend das Radio angemacht habe, war das allererste Erfolgsmeldung Jan Regensburg, Aufstieg in Sicht. Inwiefern ist das zurzeit fast schon eine übertriebene Diskussion aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ja auch normal, dass jetzt drumherum über sowas geredet wird, aber ich versuche das sachlich zu sehen. Und die Tabelle ist ja, also es ist ja bis Platz 12 nur ein minimaler Abstand. Und ich erinnere mich wieder vorletzte Woche, da wo Zwickau dann gegen Kiel gewonnen hat. Wenn Kiel gewonnen hätte, wären sie auf dem 2. Tabellenplatz gewesen, so waren sie dann auf dem 11. Tabellenplatz. Also das bringt gar nichts. Unser Ziel sind die 45 Punkte. Da sind wir natürlich jetzt immer näher rangekommen durch die Serie. Jede Mannschaft kann jede schlagen, das hat jetzt jeder gesehen in der Liga und das ist eine Momentaufnahme und an solchen Träumereien möchte ich mich wirklich nicht beteiligen. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wie schwierig es ist, die Spiele zu gewinnen. Und man sieht jetzt an Mannschaften wie Zwickau, die jetzt im Jahr 2017 sehr erfolgreich spielen, wie schwierig das ist und wie schwierig das die kommenden Spiele auch sein wird, Punkte zu machen. Man fragt Trainer in der Situation dann immer gern, wenn 45 Punkte da sind, ist es dann Zeit, über Neues nachzudenken, neues sicher zu setzen? Ja, aber wir sind ja jetzt bei 39 Punkte und jetzt haben wir Fortuna Köln vor uns mit einer schwierigen Personalsituation und deshalb sehe ich das noch weit weg, wenn das mal so ist, dann dürfen Sie mich gerne fragen, aber jetzt haben wir Fortuna Köln vor der Nase, vor der Brust und stehen bei 39 Punkte. Und es gibt 3 Punkte zu verteilen und wir wollen auf jeden Fall mit was nach Hause fahren aus Köln. Aber trotzdem ist es so, 8 Spiele ungeschlagen, man wird jetzt nicht mit zitternden Knien nach Köln fahren, man wird mit Sicherheit mit breiter Brust da hinfahren. Nein, das nicht. Das haben wir uns auch erarbeitet, aber trotzdem muss man realistisch bleiben. Ich erinnere nur an das Aalen-Auswärtsspiel. Das war eine sehr gute Leistung. Wir haben auch da sehr dominant gespielt mit viel mehr Ballbesitz und mit guten Möglichkeiten. Aber beim Stand von 0-1, wo der Uwe Hesse ein astreines Eigentor macht aus einer Standardsituation, wo ich nicht gesehen habe, ob dann da war weder eine Abseitsstellung noch ein Foul. Das wäre es 2-0 gewesen für Aalen und dann wären wir nach dem Spieltag auf Platz 10 gestanden. Also das darf man nicht vergessen. Das ist 2 Spieltage her. Ne? Also
Deshalb, wir fahren da mit breiter Brust hin. Aber ich unterscheide immer zwischen Ergebnissen und Leistungen. Die Leistung war in den letzten 6 Spielen immer sehr gut. Das Ergebnis hat auch gepasst. In allen haben wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite gehabt. In der Vorrunde haben wir mal eine Durststrecke gehabt, wo ich auch hier saß und gesagt habe, zurzeit haben wir eine Ergebniskrise, aber die Leistungen waren nicht immer schlecht. Ich erinnere nur an das Duisburg-Spiel hier zu Hause. Das war ja auch in der Phase, wo wir mal 7 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben, was auch eine sehr gute Leistung war, was eigentlich ein begeisterter Fußball war. Und da haben wir 2 Slapstick-Tore gegen uns bekommen und haben eben da keine Punkte geholt. Und zurzeit ist das Glück einfach gerade auf unserer Seite, aber wir arbeiten uns es auch. Wenn wir schon in die Vorrunde zurückschauen, das 2-2 damals, das war ja damals im leichten Abwärtstrend. Also Sie haben damals gesagt, das hat sich wie ein Sieg angefühlt. Also war das auch so, was man mit Kampf erzwingen kann, so ein Signal in der frühen Saisonphase? Ja, die Mannschaft hat damals eine tolle Moral bewiesen. Also wenn man das jetzt nochmal im Rückblick sieht, da war das Hertha-Spiel mit viel Lob, aber ausgeschieden. Dann war das Eigelsbach-Spiel, dann war das Ahlen-Spiel. Und dann wollte die Mannschaft in Lotte alles zeigen. Für 2-0 gibt es nochmal aus der Hand. Das war natürlich schon psychologisch damals der absolute Dämpfer. Erst startest du mit in 4 Spielen mit 10 Punkten. Und dann war das schon ein kleiner Rückschlag. Und dann liegst du auch gegen Fortuna Köln dann zu Hause zurück. Und das war für die Moral einfach super damals, dass wir dann in der letzten Minute auch durch einen Spieler, der von der Bank kam, das Spiel nochmal gedreht haben. Und deshalb würde ich das heute nochmal bestätigen. Hat sich angefühlt wie ein Sieg. Gibt es eine weitere Frage? Eigentlich noch eine grundsätzliche Frage. Die Gegentorquote ist natürlich deutlich besser geworden in der Rückrunde. Die Effektivität, wie sieht es mit der aus? Am Samstag war das Spiel total dominant geführt worden. Letztendlich war es ein Elfmeter und ein Eigentor, die zum Sieg geführt haben. Gibt es da noch was zu bemängeln grundsätzlich? Ja, wir haben auch in der Vorbereitung viele Spiele gehabt, wo wir viele Chancen hatten und die nicht so genutzt haben, wie ich mir das gewünscht habe. Im Moment reicht es gerade. Der Ball dann durch einen Elfmeter, durch ein Eigentor über die Linie kriegt, ist mir dann letztendlich egal, aber wir haben da sicherlich noch Luft nach oben, dass wir aus unseren klaren Chancen die auch effizienter verwerten. Danke. Danke, Peter. Dann sind alle Fragen soweit beantwortet. Ich gebe immer noch ein paar Hinweise, wie man das Spiel verfolgen kann. Wir sind natürlich im Medienteam wieder vor Ort, Turmfunk und Live-Ticker. Da Charivari berichtet und informiert, wer da unterwegs ist. Und es gibt auch eine Übertragung im Livestream und in der Sportschau kommen wir auch. Also jede Menge Möglichkeiten, dieses Spiel zu verfolgen. Dann wünschen wir euch eine gute Reise gleich ab Mittag und morgen ein erfolgreiches Spiel. Bis dahin.